oder kann man Ihr Buch so verstehen, dass Sie da widersprechen würden? Ja, also es ist ein alles in allem optimistisches Buch. Und als Sie gerade sagten, ich zeichne ein finsteres Bild von unseren Gesellschaften. Also ich bin mir vollends bewusst, dass wir in einer vorzüglichen Gesellschaft leben. Wenn wir das mit früheren Zeiten vergleichen, leben wir in einem unglaublichen Wohlstand, in einer unglaublichen Freiheit. Wir haben Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, von denen jahrhundertelang die Menschen nur träumen konnten. Zunächst mal entwerfe ich ein positives Bild. Und dann sage ich aber, dass die Ausrichtung auf den Materialismus, wenn wir sie weiter in die Zukunft hochrechnen, nicht nur ökologisch ins Desaster führt, sondern dass ein Mehr an Fixierung auf Wachstum letztlich dazu führt, dass das Glück nicht mehr wächst. Und das ist eine relativ spannende Überlegung. Seit Ende der 60er Jahre sagen alle Umfragen in Deutschland und der Schweiz relativ ähnlich, Schweizer liegen immer ein bisschen vor den Deutschen, dass Glück und Zufriedenheit etwa Ende der 60er Jahre ihr Maximum erreicht haben und seitdem bei etwa 60% der Bevölkerung verharren. Nun hat sich das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in den letzten Jahren verdreifacht, also seit Ende der 60er Jahre bis heute. Aber das Glück hat nicht zugenommen. Und dann fragt man sich, wie kann es das Hauptstaatsziel sein, wie die Bundeskanzlerin in Deutschland das gesagt hat, ne, das wichtigste Ziel der Bundesregierung ist Wachstum, wenn wir mit immer größerem Aufwand nicht mehr Glück schaffen, sondern im gleichen Maße, wie wir materielle Glücksversprechen machen, auch Unglück mehren. Die Zahl der psychischen Krankheiten nimmt zu, ja, Statusdenken nimmt zu, Neid nimmt in der Gesellschaft zu. Das heißt, die Frage ist, können wir irgendwas korrigieren, dass wir die Spielräume für die sozialen Qualitäten größer machen und die Fokussierung auf den Materialismus verkleinern? Ja, eigentlich